Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Erinnern wir uns noch an den Wochenspruch von der Herrlichkeit des Herrn, die über seinem Volk aufgeht? Und wie sieht diese Herrlichkeit heute aus? Wie sah sie zur Zeit des Paulus aus im Jahre 56 nach Christi Geburt, rund 20 Jahre nach Jesu Auferstehung? Ich lese uns den Predigttext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde zu Korinth, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Dort heißt es: Denn Gott, der da ließ das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat uns einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber solchen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar würde. Soweit der Predigttext. Was hat denn Leid mit Herrlichkeit zu tun? Was ist dann überhaupt Herrlichkeit in diesem Zusammenhang? Wird Herrlichkeit erst durch Leid erfahrbar, wie Licht erst durch Finsternis? Für Paulus ist die Herrlichkeit etwas Umwerfendes. Erinnern wir uns an seine Bekehrung, wo er plötzlich auf dem Weg nach Damaskus wie vom Blitz getroffen Jesu Stimme hörte: Warum verfolgst du mich? Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Denn Saulus, so hieß er ja zuvor, war ein eifriger Wächter über den jüdischen Glauben, ein Pharisäer, dem es ein Anliegen war, alle Abweichler zu verfolgen. Und auch die Anhänger eines gewissen Jesus von Nazareth, von dem dessen Anhänger glauben, er wäre der von allen erhoffte Messias und der sogar von ihnen Gottes Sohn genannt wird. Eine Gotteslästerung, auf die nach dem Gesetz Tod durch Steinigung steht. Und dann dieses Erlebnis und dann die Umkehr. Und Paulus wurde der Verkündiger des Evangeliums bis heute, dass wir nämlich nicht durch das Befolgen gut gemeinter Regeln Gott gefällig werden, sondern dass wir uns Gottes Liebe zu uns nicht erarbeiten können, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat und uns durch seinen Sohn seine Vergebung anbietet, unverdient, ohne Vorleistung, aus reiner Gnade. Das ist Herrlichkeit Gottes. Gott ist Herr über seine Gnade und nicht wir durch unser Tun und Wollen. Damit wird auch deutlich, dass diese Herrlichkeit sich nicht durch Tempel, Kirchen oder Klöster und deren Schmuck zeigt. Die ist und bleibt menschengemacht. Ja, allerlei Schönes, Menschengemachtes kann sogar zum Götzen werden, wie es Mohammed empfand,
als er christliche Zeitgenossen, die damaligen vielen Heiligenbilder, anbeten sah, wo doch Gott allein anzubeten ist, wie er erkannt hatte. Also, die Herrlichkeit, der helle Schein, von dem Paulus spricht, ist in uns und nicht im Heiligen Land, in Israel, in Jerusalem oder anderswo. Das haben dann auch die Evangelisten so aufgeschrieben, wo Jesus eindeutig feststellt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dass man sagen könnte, hier oder dort. Es ist inwendig in euch. Und was hat das nun mit dem Leid zu tun, von dem Paulus spricht? Von Verfolgung und Unterdrückung sogar. Ja, sogar vom täglichen Sterben. Von Paulus wissen wir um seine Anfeindungen. Er ist jetzt der Gotteslästerer, von Verfolgung, ja, von Steinigung bedroht. Aber in seinem Brief bezieht er ja auch die Korinther mit ein. Und die lebten recht angenehm in einer bedeutenden, reichen Hafenstadt, wie wir. Also, wie ist es mit unserem Leid um Christi willen? Wodurch wird Jesus durch uns verherrlicht? Es geht hier nicht um einen Bandscheibenvorfall oder meine Nackenverspannung, an dem ich leide. Es geht darum, wegen Jesu Nachfolge Probleme zu bekommen. Wie kann das sein? Heutzutage in einer liberalen Gesellschaft. Das Christentum ist doch bei uns seit dem römischen Kaiser Konstantin Bestandteil unserer Kultur. Wieso dann noch leiden? Wir leiden doch gar nicht, oder? Liegt das vielleicht daran, dass Staat, Gesellschaft und Kirche so weit übereinstimmen, es deshalb zu keinen substanziellen Auseinandersetzungen kommt? Kirche, Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung genauso zustimmt wie unsere Gesellschaft? Kirche, zu Abtreibungen genauso steht wie unsere Gesetzgebung? Kirche zu Ehe und Scheidung nicht wesentlich anderes sagt als unser Staat? Ein Minister fordert heutzutage die Umkehr zu einer, ich zitiere, kriegstüchtigen Gesellschaft in Deutschland. Und wenn ich da um Jesu willen nicht mitmache, gibt es für mich Bereiche, die ich in unserer Gesellschaft aus Glaubensgründen nicht mitmachen kann? Gibt es für mich, wie es immer so schön heißt, rote Linien, wo ich aussteige, nicht mehr dabei bin? Ein Historiker hat untersucht, welches Verhältnis die Pastoren zur Zeit des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein zum Staat hatten. Von 792 Geistlichen waren 80% regimetreu und haben aktiv toleriert. Obwohl man als Geistlicher bei Eintritt in die politische Partei keine Vorteile in der Hierarchie der Kirche hatte, waren wohl aus Überzeugung 40% der Pastoren Mitglieder der Kernorganisationen wie NSDAP, SA und SS. Christ und Politik. War Jesus politisch? Hat er zu Demos aufgerufen für oder gegen Reformen in der Gesellschaft? Hat er seine Anhänger mobilisiert, gegen die römische Herrschaft vorzugehen? Hat er politische Reden geschwungen, für mehr Demokratie und Mitbestimmung auf die Straße zu gehen?
hat er eine Revolution ausgelöst. Zur Zeit Jesu war die Zahl seiner Anhänger überschaubar. Neben den berufenen 12 Jüngern, alles Männer, gibt es noch weitere 70, die Jesus beauftragte, vom Reich Gottes zu predigen, und dann auch Frauen wie Maria und Martha. Von einer Volksbewegung keine Rede. Erst 50 Tage nach Jesu Auferstehung zu Pfingsten ging es in die Tausende, die Jesus nachfolgten. Jesu Auftrag von Gott war es, sein geliebtes jüdisches Volk, das Volk Israel, zur Umkehr zu bewegen und zu begreifen, dass Gott nicht durch Gesetzesbefolgung geehrt wird, sondern durch Aufnahme seiner Liebe ins eigene Herz. Und dann bekamen die Apostel den Auftrag, diese Botschaft mit dem Angebot der Vergebung Gottes in alle Welt zu tragen, bis hin zu uns. Die Herrlichkeit des Herrn, das Licht in der Finsternis, den hellen Schein in unseren Herzen, wie es bei Jesaja und im Korintherbrief heißt. Wir müssen uns nicht selbst Leid zufügen, wie es manche mit ihren mittelalterlichen Geißelriten getan haben. Leid kommt auch so zu uns, wenn wir uns auf Jesus berufen. Manchmal eher, als wir es für möglich halten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.